Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, jetzt habe ich eben eine halbe Stunde lang Sachen offscreen hin und her getragen, ein bisschen am Haus weitergemacht. Und dann ist plötzlich nochmal dieser Kurier aufgetaucht und hat uns einen neuen Brief gegeben von Rales. Ja, und das heißt, wir können jetzt wieder zum Hügelgrab gehen. Das werden wir auch direkt mal machen. Geschwisterliebe haben wir immer noch. Da müssen wir immer noch diesen Typen finden, den Bruder. Mal gespannt. Ach, ich kann doch einfach schnell hinreisen. Genau, so. Machen wir mal direkt. Und der Kurier meinte jetzt auch, es wäre der letzte Brief, der er uns jetzt bringt. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Deshalb, Lord Azidal verlangt nach mehr Blut und ich werde es ihm bereitwillig bringen. Die Männer, die ich angeheuert habe, sind jämmerliche Seelen. Darum wird es einige von ihnen brauchen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Ich werde ab jetzt nicht mehr schreiben. Es ist nicht mehr notwendig. Die Zeit ist gekommen, den Meister zu erwecken, auf dass ihm das Schicksal zuteil werde, das er verdient. Alter, das ist jetzt nicht wahr. Okay, daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern, dass das so ausgeht. Boah, alle tot. Und er will Azidal wiederbeleben. Ach du Scheiße. Okay, ja, dann müssen wir aber mal schnell da dazwischen funken, ne? Und jetzt ihm die Hölle heiß machen. Rales Sedaris hatte doch immer schon irgendeinen anderen Plan. 11.000 Gold hat er nur gebraucht eigentlich, um wirklich nur an den einen Typen zu kommen, an diesen Azidal. Ach so, oh. Ich sollte vielleicht mal noch den Ring anziehen. Wo ist mein Anhänger? Wo ist mein Anhänger hin? Basis. Mein Anhänger ist weg. Interessant. Interessant zu wissen, dass mein Anhänger weg ist. Cool. Ja, ich hab nicht genügend Magiker, ne? Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Ja, ich frage mich immer noch, wie ich an diesen Ring komme. Wie komme ich an diesen Ring? Das hat doch irgendwas hiermit zu tun. Das ist doch hier schon komisch. Jetzt müssen wir 100 zahlen. Brauche ich da irgendwie sowas? Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht.
Den Göttern. Was ist geschehen? Was habe ich getan? Ich kann mich nicht erinnern.
Seit ich hierher gekommen bin, nach Kolbjorn, habe ich Flüstern gehört. Stimmen, Gedanken, Bilder. Sie sind seither immer lauter geworden. Dröhnend, drängend. Ein paar Mal habe ich das Bewusstsein verloren. Es war unmittelbar, bevor die Trauger erwachten. Ich weiß nicht. Vielleicht. Er wollte es so. Er brauchte nur ihre Energie. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, aber vielleicht habe ich... Bitte, ihr müsst mir glauben. Klar, ich will nicht mal mehr das Wort Hügelgrab hören. Nie wieder. Ich gehe nach Rabenfels und ihr erwähnt das keinem gegenüber. Wenn ihr mich dort seht, dann nickt nur mit dem Kopf. Und ich komme, wenn ihr Hilfe braucht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nur bewahrt Stillschweigen über diese Sache. Azuras Weisheit sei mit euch, mein Freund. Schau sich das mal einer an.
Ich gebe euch Deckung. Ihr geht vor, ich folge.